Lilo, ihr hattet mich ja gebeten, mal was zur Sicherheit zu sagen. So, ich habe mal einen Screenshot gemacht, da kam heute so ein Sicherheitsupdate, Shell Command Injection in Run Mail Cap. Was ist das denn jetzt wieder für ein Ding? Das hat eigentlich nichts mit E-Mails zu tun, eigentlich streng genommen. Es geht eigentlich darum, dass es ein Programm gibt, dass, wenn man zum Beispiel eine Textdatei anklickt, dass sich dann entsprechend der Editor öffnet und so weiter. Da geht es um die sogenannten MIME-Typen. Und es wäre möglich, in den Dateinamen Bash-Kommandos einzufügen, was dann das Programm RunMailCap dazu bewegt, Programme auszuführen, ohne dass ihr das wollt. Also im Prinzip folgendes. Ihr hättet meinetwegen ein Bild, würdet das anklicken, das ist ein PNG, es würde nachgeschaut, PNG gehört zu einem Bildbetrachter. Und wenn im Dateinamen hier Screenshot, zum Beispiel Semikolons und Bash-Kommandos enthalten wären im Dateinamen, dann würde sich nicht das Bild öffnen, sondern das Kommando, was im Dateinamen ist, ausgeführt werden. Habe ich mal geguckt, kann ich nicht nachvollziehen, scheint mir eine Ente zu sein, Ente gut, alles gut. So, ich habe nämlich im Internet keinen einzigen Exploit gefunden zu dem Ding. So, es geht um die Datei userbin-run-mail-cap. Und mit der habe ich mich jetzt mal einen halben Tag vergnügt und ich konnte ja beim besten Willen keinen Fehler finden. Das ist noch die Originaldatei ungepatcht. Warum mache ich das hier auf R-Desktop? Weil meine anderen Rechner sich schon aktualisiert haben. Ich habe die mittlerweile in den Debug-Modus gesetzt, indem ich an die Umgebungsvariable mit run-mail-cap-debug gleich 1 gesetzt habe, ist dann also 1. Es gibt einen Debug-Modus. Dann habe ich diese Datei mit Root-Rechten geändert, no-run auf 1 gesetzt, damit ich das Programm stoppe in dem Moment, wo es das Kommando ausführen wird. Und stattdessen den ausführbaren Text mir anzeigen lasse. Ja, wie sieht das aus? Gut, auf meinem Desktop habe ich hier eine Datei platziert. Die habe ich genannt Semikolon Nautilus Semikolon.txt. Könnt ihr vielleicht nicht so ganz gut lesen, aber die Datei heißt so. Home, Direktkanne auf meiner Arbeitsfläche. Semikolon, Nautilus, Semikolon, Text. Jetzt könnte man ja auch meinen, weil Semikolons drin sind, der Dateimanager Nautilus müsste ausgeführt werden. Ne? Es würde nachgeguckt, .txt hat einen bestimmten MIME-Typ und RunMailCap müsste sich versehentlich hier dran stören. Tut es aber nicht. Warum tut es nicht? Weil es den Dateinamen gar nicht einsetzt. Nö. Zum Beispiel sucht es jetzt zur Dateierweiterung .txt nach einem Programm, das es anzeigt. Hier vom Terminal aus zum Beispiel das Programm less kann den Text anzeigen. Und dann wird eingesetzt %s, aber es wird nicht der Dateiname hier eingefügt. Es wird nämlich eine temporäre Datei angelegt. Es wird eine Kopie von Semikolon Nautilus Semikolon.txt ins Temp-Verzeichnis kopiert. Und der oder das ausführbare Programm ruft die temporäre Datei auf und nicht den Dateinamen. Das habe ich mir mal ausgeben lassen. Wie gesagt, ich habe mir das mal erstens im Debug-Modus und zweitens habe ich noch eine zusätzliche Zeile hinzugefügt. Mal gucken, wo meine kleine Zeile ist, wo ich mir mal was ausgeben habe lassen, Komma. So, und zwar haben wir das hier. Es wurde ja behauptet, es müssten die Dateinamen geändert werden, da diese nicht richtig mit %s prozessiert werden. Ne? Also da würde was passieren, die Semikolons, wenn man welche drin hat, da könnte was ganz Schlimmes passieren. Ist nicht, ne? Shell Command Inject. Und dann haben die entsprechend das hier rausgenommen. Erkennt man gut, das ist ein Minuszeichen. Das ist der Originalcode. Hier hat man mit Minus markiert, was man geändert hat. Ne? Gut, und dann habe ich mir diese Zeile gesucht und habe mir das mal angeguckt. Und das hier, ne, das ist keine Variable, die eingesetzt wird, sondern ein Text. Ne, ein Text an dieser Stelle. Ja, hier wird geschaut, ob im Kommando der Text ist. %s. Hier wird nicht der Dateiname eingesetzt. Und da hat man sich wahrscheinlich, vermute ich mal,
ein bisschen verguckt. Man hatte Angst, dass hier ein Kommando ausgeführt wird, wenn der Dateiname in Prozent S ist, aber dem ist nicht so, weil im Folgenden wird ja, und davor hatte man wahrscheinlich Angst, genau vor dieser Stelle ein Systemkommando ausgeführt wird, und zwar genau mit dem Text, der in $com drin ist, also in einer Variable namens com. Da hatte man Angst, man könnte da was einfügen über Prozent S, und das ist aber nicht so. Gut, und durch dieses Debug und No-Run konnte ich mir jetzt diese Variable com mal ausgeben lassen. Und die ist in Wirklichkeit genau das hier. Das ist der Befehl, der tatsächlich ausgeführt wird. In dem Fall less zum Anzeigen einer Textdatei, die vorher kopiert wird in ein Temp-Dateiverzeichnis. Deshalb passiert da nichts mit dem Dateinamen, ja, kann ich mal jetzt mal so behaupten. So, und hier oben habe ich mir eine zusätzliche Zeile hinzugefügt, um mir mal anzeigen zu lassen. Ne? Hier hatte man ja Angst, hier wird Shell-Command injiziert, ne? Aber das ist nur ein Text. Ich habe mir also diese Zeile mal an dieser Stelle die Variable com ausgeben lassen. Und die besteht nicht aus dem Dateinamen, in der was injiziert wäre, sondern aus dem Programmnamen, das die Datei aufrufen soll, und mit dem Text %s, aber nicht mit eingesetzten Dateinamen. Und deshalb passiert da nichts. Lass mich gerne eines Besseren belehren, konnte das nicht nachvollziehen. User bin run mailcap. Glaube, das hätte man sich sparen können, diesen Security Update. Es gibt natürlich welche, die sind dann sinnvoller. Ich glaube, das hier war eher akademischer Natur. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Ist nicht schlecht, wenn man alle Möglichkeiten ausschließt, selbst die, die nicht funktionieren. Danke an Salvatore, der uns hier total durcheinander gemacht hat. Und tschüss.